Hallo und herzlich willkommen zurück bei Grausig gemeinsam durchgelitten Staffel 2 Bloodborne. Wir sind hier gerade Final Chapter Prolog Bonus Edition Ultra. Ja, wir sind hier gerade immer noch in diesem Dungeon, der enormst groß ist. Ja, aber wir müssten eigentlich. Doch, da ist der Hebel. Ha! Hebel gefunden, dann haben wir wirklich den gesamten Dungeon samt Nebengang fertig gemacht. Wir sind ja Und gerade. Sehr schön. Wir sind ja gerade Ebene 3. ah! Upsa! Hallo! Ist auch gut, wie konsequent die Fallen hier an einem vorbeischlagen. Ja, ist auch mal schön. Na, wenn jemand raushüpfen. Aus der Wand auf einmal. Hallo, ich hab nichts mitbekommen. Lass mich in Aua. Ich wollte hier schlafen. Wenn ich einfach ganz still stehen liegen bleibe, dann merkt er mich vielleicht nicht. Oh, nein, nein, bitte tun Sie mir nichts. Ah, ich bin Ihr Fan. Was hat mich verraten? Ihr heller Kopf. Was? Mein plötzlich zuckender Kopf. Ich weiß ja nicht, ob ich so zum Boss rein will, muss ich sagen. Doch. Ach. No risk, no fun. Ich war übrigens immer noch nicht. Ich wollte, hab wie gesagt die Waffen gefarmt, habe aber vergessen, Kugeln. Nicht richtig? Ja. Ja. Ich Jetzt habe aber leider hoch. vergessen, Kugeln zu farmen. Und ich wollte ja auch eigentlich nochmal zu dem komischen Gehirn, was man da runterschmeißt. Wo, wenn man das anbietet, hier mit Kontaktieren, dann kriegt man ja die beste Blutecho-Mehrkriegrune. Ja. Habe ich aber vergessen. Auch. Naja, ist ja wild. Guck mal, hier gibt's einen Nebengang, oder? Nee. Doch, warte, hinter dir. Nee, Tatsache, kein Nebengang. Oder? Nee. Nee, kein Nebengang. Naja, gut, der Dungeon war ja auch groß genug. Na dann. Sarkophag hat er auch. Oh Gott. 119.889 Blutegger. Ach du Scheiße. This is gonna be epic. Ach, der wieder. Der Älteste. Tatsache! Ach, Mr. F oh, habe ich gegen ihn auf Ebene 3 oder auf Ebene. Das weiß ich nicht mehr Ebene, genau. Ebene 3 habe ich gegen ihn gekämpft. So. Und der Grauton geht weiter vor mit seinen heftigen Schlägen. Oh! Schweiger! Hat er doch mal super gekontert, der Grauton. Schnell nochmal umgedreht. Um den Teleport seines Gegners auszuweichen. Der Amperianische Älteste, man merkt ihm sein Alter an, er ist etwas langsamer geworden. Früher wahrscheinlich ein super Champion, aber jetzt muss er sich auf seine Magie viel zu sehr verlassen. Oh, und jetzt Grauton aktiviert die Blitzpapiermagie. Blitz gegen Ich vergesse Feuer. immer, dass er zweimal zuschlägt. Dreimal. Dreimal, wollte ich doch sagen. Blitz gegen Feuer, was ist mächtiger? Oh, jetzt geht er in die nächste Phase und jetzt ist er noch gefährlicher. Oh, jetzt setzt er seine Mega-Moves ein. Aber daneben. Und oh, ein guter Treffer. Aber der zweite Schlag war vielleicht nicht gut. Glück gehabt. Der Pyromanische Älteste Stop it! bestraft es nicht. Jetzt kommt eine Feuersalve. Oh, nur zwei Schüsse. Oh, da kommt der Feuerspeer. Gefolgt von einer guten Sensenkombination. Aber das kann Grauto nicht schocken. Denn er schockt den Ältesten. Da kommt wieder ein Ansturm. Oh, daneben. Oh, da kommt der nächste Schlag. Das hat gesessen, das hat wehgetan, das hat er selbst hier beim Moderieren wehgetan. Und der dritte Angriff. Oh, es war ein Morgensternangriff mit einer Explosion, aber. Oh, Ah. Oh, Mann. die Kombi! Nein, daneben der letzte Angriff wieder. Da kommen die Sensen geflogen, da kommen wieder ein paar Armbrustpfeile, aber ins Leere einmal geschossen. Da kommt wieder ein Kombi. Nein, es war ein Anziehangriff. Oh, gerade auch rechtzeitig. Oh, und da liegt der Älteste auf dem Boden. Und er kriegt volles von aufs Maul. Ah, Ja. der letzte Schlag. Er teleportiert sich nochmal weg. Au. Oh, Hinterhaltsangriff. Grauton. Wie wird das auch ausgehen? Da kommen die Pfeile. Oh. Oh. Jetzt wird es aber spannend. Kann Grauton den letzten Schlag machen? Oder kommt der Älteste zurück? Der Angriff. Und. Oh, und da macht Grauton den Ältesten fertig. Aber zum Ende wurde es nochmal spannend. Was sagen Sie dazu? Woran hat es gelegen, dass es am Ende nochmal so spannend wurde? Er hat offenbar seinen Schleichskill sehr hoch gehabt, Ja. sodass ich in völliger Orientierungslosigkeit herumirrte und er dann mir in den Rücken schlagen konnte. Ja. Aber wohlverdient habe ich den Sieg dann eingefahren. Denn ein Graumen kennt keinen Schmerz. Vielen Dank für diese wohltuenden Worte. Ich gehe zurück ins Studio.
Ja, dann sind wir wieder da. Das war ein spannender Kampf. Ja, Sören, meinst du, jemand kann diesen Graum in 2.0 noch aufhalten? Oder wird das jetzt hier ein Durchmarsch bis in ein Finale, das wir uns noch mit der Sonne haben? Ich glaube, es wird nochmal ziemlich böse werden, wenn wir Ebene Tiefe 4 erreichen. Das wird, glaube ich, nochmal ziemlich böse werden. Taktik und Geschick. Ha, sehr schön. Wieder 98 Schaden mehr. Ja, und nochmal schön mehr Leben. 1312 Leben haben wir jetzt. Nicht schlecht. Farewell, good hunter. Leben holen. Wie viel brauchen wir jetzt für ein Level? Viel. Wir brauchen jetzt 58.900. Also eigentlich 59.000. Okay. Müssen wir uns merken. So, weiter geht's. Ich glaube, der hier war's. Den haben wir fertig. Unteres Hintergrab, das war. War der letzte. Wir gehen mal zum nächsten. Oder? Unteres Hintergrab, Ebene 3, Herz, es war eine Sackgasse. Also es ging nicht mehr weiter. Das heißt also, wir haben Hintergrab fertig? Ja, aber hier kommt schon der nächste jetzt. Kelch entfernen. Kelchritual. Nur auf Hintergrab. Ja, da, finster Hintergrab, wo zu kämpfen. Den hatten wir zuletzt. Stimmt, ja, Karlsteier hatten wir rausgeholt. Genau, den haben wir zuletzt gerade eben gemacht. Okay, dann haben wir den Feld. Das heißt, es geht jetzt. Oh! Ebene Tiefe 4. Es geht jetzt zu Tiefe 4 Leidener Loran-Kelch. Es geht jetzt zu Amygdalas Kelch Dungeons. Und ich glaube, jetzt wird's ziemlich bösartig. Ich glaube, jetzt kriegen wir ziemlich fett aus Maul. Siegelkammer. Auf zum Loran. Ach, ja, der leuchtet ja auch anders. Der Grabstein, wo das drin war, leuchtet ja auch so blau. Ah, ja. Stimmt, wir kennen noch den, theoretisch natürlich noch den letzten Pitumirianischen Kelch, können wir natürlich auch noch machen. Das ist auch, glaube ich, tiefe Ebene 4. Ja, aber da hat uns immer noch was gefehlt, ne? Dieser Bastard von Loran. Ach ja, stimmt. Bastard von Loran war das Ding. Stimmt, Arkanschleier haben wir, aber Bastard von Loran fehlt. Aber jetzt sind wir am leidenden Loran-Kelch, von also daher gehe ich mal davon aus. Müssten wir es da bekommen, ja. Übrigens, für den letzten Dungeon habe ich mal gelesen, gibt es Sachen, die du halt nur im Spiel farmen kannst und von einem und vom seltensten Gegner im Spiel, der hier in den Dungeons auftaucht. Na super. Ja. Na, das wird ja witzig. Okay, es sieht schon mal ein bisschen anders aus. Es sieht um einiges staubiger aus oder knochenaschiger mäßig. Also sprich, hier ist noch viel, viel länger keiner mehr gewesen. Ich wollte gerade sagen, diese Gargoyle-Köpfe sehen aus, als ob da gleich Feuer rauskommt, wenn man auf irgendeinen Knopf raus... Oh! Der erste geht... Ach! Da kommen die Oh, drei Schläge. Und das sind wahrscheinlich die schwächsten Gegner hier unten. Wir bekommen es also wieder mit Werwölfen zu tun. Ach klar, guck mal, wer da steht. Hi. Hi. Und ich höre gerade Gebimmel, glaube ich. Guck mal, wie schön ist das Fell von dem. Das ist richtig schön dunkel und schwarz. Potz! Hey. Die Kombi ist echt gut, muss man sagen. Warum hast du dich schon früher ausgepackt? Habe ich, aber manchmal habe ich sie nicht durchbekommen. Ich dachte auch nicht, dass man die gegen diese Schnellen da durchziehen kann. Aber der Schwinger von oben... Da wird man nicht loben. Und so. Irgendwas ist hinter dir, glaube ich, gleich. Au. Hi. Selbst die drei Schläge. Das ist schon krass, wenn ich mir vorstelle, wie hoch gepimpt wir eigentlich sind. Trotzdem brauchen wir drei Schläge, um die einfachsten Viecher hier zu töten. Ja. Jetzt eine Explosion jetzt einfach gekommen wäre. Hallo. Oh Gott, hier sind ja überall Werwölfe. Das wird ja lustig. Ich hatte meine Probleme mit Werwölfen gehabt. Ich bin froh, dass wir die ganzen vielen Blutechos schon ausgegeben haben. Au. Oh. Kam von hinten an ange. Oh, Spinne. Hi. Spinne und Werwolf verbrüdert. Oh mein Gott. Nix. Oh mein Gott! Ein so Werfer bringt 7000! Ja. Oh, das ist auch Stecknebel. Nichts, einfach nur dunkel. Und da kommen wieder kleine Werwölfe. Ach nee, guck mal, was ist? Die Umhangwerwölfe sind auch wieder da. Eieieiei. Quatsch. Oh. Irgendwo da hinten, wo du warst, muss eine Maid sein. Hey. Und stirb.
Dunstblut-Edelstein 4. Glänzende Münzen. Wuhu! Wupp, wupp. Wir mögen glänzende Münzen. Die glänzen. Yay! Molotov-Cocktails, die 0,0 gar nichts mehr bringen. Ja, Quecksilberkugeln. Gebt uns Quecksilberkugeln. Wir brauchen viele Quecksilberkugeln für unsere Kanone. Oh, ich befürchte, dass die jetzt noch weniger bringt. Weg mit dir. Ach Gott. Oh. Au. Schwörtische Spinne, die Olle. So. Okay. Wo ist die Olle Maid? Da irgendwie. Ja, ich höre es kümmern. Jetzt Schlag in der Leben. Oh, jetzt kommt noch wer was. Wow! Ein Beil im Rücken kann den Graumen nicht entzücken. Anscheinend. Warum sind wir heute so ein Reimlaune? Ich weiß nicht. Seit wir das Singen aufgegeben haben, ich weiß gar nicht warum. Ja, warum? Ja, wir haben viel gesungen halt, weil es so einfach war. Aber jetzt, wo es nicht mehr so ganz so einfach ist, deswegen dichten wir jetzt. Ja, und es ist aber noch nicht schwer genug, damit wir wieder singen. Anscheinend, ja. Das kommt noch, das kommt noch. Ich glaube, unsere größte Gesangsphase war im Eisernen Schloss in Dark Souls 2. Das kann durchaus sein, ja. Ach Gott, das ist ja nur der Nebengang, ne? Ja. Ach Gott, so. Gut, dass wir die Blutechos ausgegeben haben. Au. Das Ding ist, jetzt muss ich natürlich wieder ein bisschen mich erstmal einspielen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich es gleich wieder sterben. Ach, da bist du. Was war jetzt noch? Was hat er gegeben? So, Werwolfi. Du warst so nett zu lieben Grauton, sei doch auch so nett zu mir. Bam. 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 Dieser Schwinger kommt dann mit nochmal R2, ne? Ach, nochmal R2. Ah, okay. Hat auch so funktioniert. Wir kriegen den mit unserer Ausdauer übrigens, wenn der Gegner es zulässt, kriegen wir das übrigens viermal durch. Also kriegen wir Peaks, Schwinger. Okay. Ich gehe erstmal ganz kurz hier und versuche. Oh mein Gott! Alter! Nein! Lass mich! I'm the Flying Spider! Oh mein Gott, was war das denn? Alter! Lass mich! Irgendwer muss mich gerade ein bisschen an Soma erinnern. Wegen Rot und dann einfach so vorbeifliegen. Die Seegucke da, die eine Szene. Ja. Ach Gott! Ja, ist ja gut! Lass mich jetzt! Er dreht mir den Rücken zu. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott, was blitzt denn da oben? Weiß es nicht. Es blitzt überall. Warum blitzt es hier überall? Warum? Der Raum ist eine Dunkelbestie. Anscheinend. Blum. Oh Gott, wie viel hält denn aus? 3 Schläge würde ich schätzen. Ist er tot? 4 Schläge würde ich schätzen. 4 Schläge. Oh Gott! Ah. X! Wo bist du? Da! Ich lebe! Sind die anderen auch tot? Oh. Ja. Oh. Hach. Hey, 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 schön ist es hier. Schön ist es hier, ja. Aber warum blitzt die ganze... Ist das Draht? Nee, ist ein Spinnenweben einfach nur. Cool, die Decke blitzt überall. Ja, ein Zeichen wahrscheinlich, dass wir hier auch... So sieht Spider-Man aus, wenn Elektro gewinnen würde. Schön. Die Ölurne. Schön wäre es, wenn in der Tiefe 5 dann auf einmal... Oh, gab schon 4. Mimiktruhen wieder geben würde. Das wäre witzig. So. Da ist der Gang. Die kam... Ja... Ist denn der Gang, wo man auch hier reinkommt? Ist der oben? Da, wo es auch die ganze Blut... Ah ja, hier. Hallöchen. Wir haben etwas, was... Und nur weil ich blau leuchtende Augen habe. Ja. Alter, wir haben schon wieder 102.000. Wow. Huch, warum leuchten sie da? Das ist eine Wurzel, einfach nur eine Kerze. Okay. Das machen Wurzeln manchmal so. Die leuchten mal gerne, ja. Nun. Okay, dann jetzt hier lang. Der DLC kann kommen. Graumen 2.0 wird gewappnet sein.
Na gut, okay. Daumen-Zeitpunkt hat nur noch die Session heute. Nächste Session machen wir dann unser Podcast-Marathon. Ja. Und dann ist der DLC schon da. Dann ist der DLC da. Ja. Cool. Aber ich freue mich. Ich bin auf den DLC gespannt. Wie gut der. Okay, wer ist. Ich hoffe so sehr, dass ich den noch machen kann. Also, dass wir den noch spielen können mit dem Stand, wo wir gerade sind. Oh, ist ja so blöd. Weil sonst muss ich halt wieder einen Charakter hochziehen. Was nicht mehr lange dauert, aber naja. Okay, also wieder so ein Schreihals. Na komm. Uiuiui. Ui, ui. Ich will nicht wissen, wie viel Schaden das Viech machen kann. Ah! Jetzt weiß ich's. Oh, es geht. War nicht ganz aufgeladen. Au. Nix. Stirb. Na gut. 12.000. Jetzt schütten die uns aber ganz schön zu hier, wa? Sympathisch ist das. Ja. Ach ja, wir sind im Nebengang. Apps, was kriegen wir hier schönes? Ritualblut 4. Ja, davon haben wir nicht so viel. Das ist gut. Mir macht diese Decke Sorge. So viel Blitze. Das ist nicht gut. So. Obwohl, da muss ich jetzt gar nicht lang, kann ich hier lang gehen. Lalalalala. Oh, haben wir einen Nebengang eigentlich? Nebengang abgeschlossen. Das heißt also, jetzt gehen wir in den Hauptgang rein. Da. Upsa. Jetzt so gut gefunden, wenn du jetzt einfach angefangen hast. Wenn man zu hoch springt hier, ist man schockiert. Ja, oder einfach gegen die Wände kommt. Ja. Oh, das wäre mies. Und wie immer gilt ja in dieser Serie, für den Gegner gilt das nicht. Genau. Ja! Okay. So. Na dann, auf zum ersten richtigen Dungeon sozusagen hier. Wir sind schön blutüberströmt. Schöne große Halle. Ganz viele von den kleinen Werwölfen. Und da ist der Bossraum. Okay. Also, Assassinen, was ist unser nächster Plan, die Welt zu retten? Wir schleichen in der Gegend herum und schauen uns nicht wirklich um. Da ist einer! Meine Brüder! Ein Templer! Ein Templer! Ein Templer! Oh Gott. Tut, was Assassinen so tun. Ins Heu springen? Das heißt, sich problemlos durch Horden von Gegnern metzeln? Es reicht der eine dort. Okay, sie können auch diesen Schreiber machen. Ja, der ist ja auch größer da. Hier. Der Herr Knich. Zwei gepiekst. 6.000 für so ein Viech. Was? Man. Klein 4.000. Alter. Gott, ihr seid so viele. Wir sind viele. Wir sind Legion. Das mag ich nicht, dass ihr Legion seid. Ich muss ja sagen. Zack. Letztens war ja der N7 Day. Der offizielle Mass Effect Tag. Ja. Hast du irgendwas mitbekommen? Wow! Ich habe mitbekommen, dass es extra dafür angepasste PlayStation 4s und Xbox Ones zu gewinnen gab. Hm. Aber dafür hätte man krasses Cosplay oder krasse Kunst beherrschen müssen. Deswegen war ich beherrscht ja immerhin ein bisschen Kunst. Ein bisschen. Aber nicht gut genug. Es gab ja einen Trailer. Nochmal. Ja, genau. Wo sie erstmal getrollt haben und Shepards Stimme zu hören war. Ja. Fam Shep. Und ich muss ja sagen, so skeptisch ich für Mass Effect 4 auch bin, ja, als dann kam This is Commander Shepard signing out, da war ich auch so, oh, Mensch. Das war schön alles. Jo, Mensch. Bin ich hier wieder im Nebengang gelandet? Kann sein. Oder ist einfach leer hier. Oder ist einfach leer hier. Nö, ist nur leer hier. Da haben sie ganz billig die Nostalgie-Schiene gefahren und es hat ganz billig funktioniert. Diese Schweinehunde. Diese billigen Tricks immer. Ich hasse Kästen! Nein! Uff.
Einst legte mich ein Mann namens Big Boss mit diesen Kisten herein. Er klaute mein Herz. Und dann stahl er sich davon. So. Erster Boss. Um in diesen Teil des Dungeons weiterzukommen, braucht man Gummihandschuhe. Diese bekommt man durch folgende Methode. Das Bloodborne Adventure. Schön. Wir sind hier lang. Telltales Bloodborne. Oh Gott! Oh Gott! Was wären die Entscheidungen dann bitte? Weiß ich nicht. Bei jedem Gegner willst du sterben oder leben. Ja, so habe ich mir das vorher auch gedacht. Ja, es geht nur von der anderen Seite. Das ist doch scheiße. Es ist so neblig hier. Hallo! Oh, war ich komplett offen an. Entschuldigung. Ach, das wird schön in Dark Souls 3, wenn dann noch diese alternativen Waffenfertigkeiten dazukommen. Ich bin gespannt, wie ich mit denen klarkomme. Ja, vor allem, was sie dadurch ja clever machen, ist, dass die meisten Fähigkeiten davon ja Mana verbrauchen. Ja. Das heißt, sie zwingen einen quasi dazu zu überdenken, ob man jetzt nicht doch ein bisschen was in Mana und dafür hat man vielleicht weniger Leben und so. Also sie zwingen einen wieder dazu, vielleicht Fehler zu machen. Okay, mehr ist hier anscheinend. 175.000. Ja, damit gehen wir zum Boss, ne? Jo, würde ich sagen. Ist ja in diesen Tiefen hier offenbar nicht mehr viel. Ritualblut 5. Das ist schön. Ich glaube, davon haben wir nichts oder nur wenig. Okay, dann haben wir das jetzt abgeschlossen und es geht zum Boss. Der erste Boss der Tiefe 4. Oh. Ich bin gespannt, wer es ist. Ich denke mal, es wird wahrscheinlich irgendwer sein, den wir bereits kennen. Wahrscheinlich. Aber es kann natürlich auch, weil es hier so blitzig ist, eine neue Dunkelbestie sein. Es ist dieser Kerl. Ja, ich habe auch, wollte ich auch ganz sagen, ja. Wenn es das ist, dann... der Post, Fuck You Guy. Dann Post Mahlzeit in das Tool. So, da ist dann wieder ein Nebengang noch, den wir dann noch machen. Aber erst Boss. Ich will jetzt den ersten Boss hier mal sehen. Oh Gott. Puh, wer ist es? Ach, der. Ach, hi. Ah, ja. Oh! Wieso kannst du mit deinem Feuer alles kaputt machen? Ich bin tiefer 4. Oh, wow. Er kann Werwolf-Karate. Brofest. Na, na, was kannst du noch so? Was kannst du noch so? Hä? Ja, können würde das selber wie sonst auch. Uiuiui. Ui, ui. Böses Hündchen. Siehst du nicht meine Hörner? Ich bin ein Stier. Ein Stierhund bist du. Immerhin zuckt er immer schön zusammen. Au! Da wollte er dich auf die Hörner nehmen. Anscheinend. Wow. Wie ein echter Sterwolf. Herr Bestienbesessene Seele, was halten Sie eigentlich davon, dass Sie im Hauptspiel einzigartig waren, dadurch etwas Besonderes und hier inflationär eingesetzt werden? Das ist gar nicht gut, deswegen bin ich auch so sauer und möchte Sie töten. Es nimmt Ihnen die Besonderheit. Oh fuck. Hinweis, nicht den Sterwolf reißen. Zu spät, glaube ich. Wir können über alles reden, Herr Sterwolf. Also wirklich. Au. Sie müssen uns nur vorbeilassen. Und dann ist alles gut. Vielleicht noch. Du kannst nicht vorbei. Haben Sie noch ein Item irgendwie für uns? Also wir müssen es ja nicht töten, damit wir das Item bekommen, sondern wir können es einfach fallen lassen. Ja. Nein. Drop it like it's hot. Sagt er zu jemandem, der Flammen. Oh! Da ging der eine Schlag einfach durch ihn durch. Ich glaube, jetzt ist er sauer. Ich glaube, jetzt habe ich ihn genug gereizt. X! Oi! Das können sie also auf den Boden in Flammen setzen, ja? Ja, das war knapp.
Oh, das können sie ja, also Feuerkarate, ja? Also den Move haben sie sich aber 1A von Avatar geguckt. Was? Nein! Das haben sie komplett selber entwickelt. Au! Haha! Verdammt! Au! Boah, und der Schwinger! Ah, ist ausgewichen! Dann duckt er sich weg. Nicht schlecht. Der Kung-Fu-Sterwolf. Bam! 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 Fuck! Ey, ey. Ich möchte nicht auf die Hörner genommen werden. Tut mir leid. Das ist nicht ganz so weit. Wieso können Sie das eigentlich mit normalen Flammen einfach irgendwie so komische Säule kaputt schlagen? Was soll denn das? Sehen Sie nicht, wie das hier aussieht? Das ist alles schon sehr alt. Ah, gut, das erklärt einiges! Den Gegner hat es, glaube ich, bisher auch komplett immer nur du. Wow! Das war jetzt ein spontaner, schneller Angriff. Ja, überrascht damit einer geschickten Kombi. Ja, mach du ein Feuerchen. Ach. Okay, also sie kriegen aber auch neue Moves dazu. Zum Beispiel das auf die Hörner nehmen, hat er sonst nie probiert. So. Zumindest. Puh, erledigt. Sehr gut. Wenigstens Dunstbrüder Stein 5. Ergebnis würde ich sagen, wenn ein neues Viech kommt oder halt irgendwas noch ziemlich Stärkeres und dann noch neue Moves bekommt. Ich kann zum Beispiel vorstellen, der älteste. Warte mal, die Folge ist gleich vorbei, deswegen können wir leveln gehen in der Pause. Ach, du gehst schnell runter. Ich gehe schnell runter und dann. Aber das war noch nicht. Ja, den habe ich vergessen. Ansonsten, es ist machbar, aber wie gesagt, ist halt natürlich die Frage, was die uns dann noch alles servieren werden in Tiefe ja. 4. Und, die geistlose Spinne. Oh Gott. Oh Gott. Hattest du die geschafft? Nee, kalt, zurück. Ja. Genau. Nee, die hast du geschafft. Hatte ich geschafft? Ja. Ja, ob Rom die geistlose Spinne ein Comeback feiert oder vielleicht doch die Schatten von Janam. Oh Gott. Oder, wen gibt's denn noch? Oder die Amme. Blutrünnige Bestie im der 4 wäre auch lustig. Ja, das alles seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dann, euer Gauton. Und euer The Ramen. Ciao. Ciao.